13 Uhr. Zeit zum Aufstehen. Erstmal schön gechillt frühstücken. Schwester! Ja? Oh, guten Morgen, Sir. Hier ist Ihr Frühstück. Hey, Sie haben vergessen, den Rand vom Weißbrot abzuschneiden. Der ist viel zu hart. Den kann ich nicht kauen. Oh, entschuldigen Sie bitte. Ist das da etwa ein Apfel? Ja. Die vertrage ich doch nicht. Davon bekomme ich immer Durchfall. Das tut mir leid, aber gestern mochten Sie noch Äpfel. Ja, ich habe genau 17 Stück gegessen und plötzlich hatte ich Durchfall. Das muss an den Äpfeln liegen. Sie haben sie mir zu essen gegeben. Es war Ihre Schuld. Wofür bezahle ich Sie überhaupt? Sie bezahlen mich überhaupt nicht. Ich mache ein freiwilliges soziales Jahr im Altenheim. Dabei hasse ich alte Leute. Oh. Mit 66 Jahren fängt man an zu leben. Von wegen, was gehen kann, mich kaum bewegen. Und bin nur am Reden und Reden und bin umgeben von trägen, gequälten Gebeten und Geweben aus Sekreten und katheterischen Wegen. Bin wirklich am Überlegen, soll ich mir eine Überdosis Morphium oder die Kugel geben? Hab die Nase voll von Herz, Nieren oder Kreislaufschäden. Hab die Windel voll, la Kacke, sie ist nur am Kleben. Muss mich ständig übergeben, doch da ist ein anderer, ein Rap-Battle ums Überleben. Sein Name Fresh Dumbledore. Früher war ich älter Rapper, jeder meint, ich sei voll cool. Heute Rentner-Rapper, Alufelgen, Rollstuhl. Ich schaue mich ein im Altenheim. Ich schaue mich ein im Altenheim. Ich schaue mich ein. Ich hab Simultandurchfall und eine Morgenlatte. Ich bin zu faul, um mir meinen Arsch abzuwischen. Das macht jetzt mein Zivi, ist auch nicht viel Kacke, nur so ein bisschen. Ich trag nur noch diesen Pflegekittel, aber keine Shorts. Ich krieg alles in den Arsch geschoben und das im wahrsten Sinne des Wortes. Schwester, Zeit für den Darmspiegelung. Ich hab ein Geschwür am Arsch, drehen Sie mich mal um. Ich hab langsam das Gefühl, Sie sind überhaupt nicht hilfebedürftig, sondern einfach nur ein stinkfauler alter Sack. Wussten Sie eigentlich, dass ich der Erfinder von Kellogg's Cornflakes bin? Was? Ich schaue mich ein im Altenheim. Ich schaue mich ein. Ins Altenheim verbannt, betritt er es und wird sofort von meinem ganzen Gestank übermannt, eingespannt, um faltige Ärsche und Kotze von Tischen zu wischen. Die Alten labern von unerträglichen Geschichten und ich genau dazwischen. Eine der widerlichsten muss während dem Mittagessen pissen. Der andere fängt an, diese mit ihrer Kacke zu vermischen und mit all damit rumzuspritzen, damit zu drohen, uns alle zu vernichten. Das muss ein Witz sein, ich sehe verwesende Wesen, die eher tot sind als Leben. Soeben musste ich sehen, wie sie sich nur zum Übergeben bewegen und eigentlich nur danach streben, den nächsten Tag nicht mehr aus dem Bett aufzustehen. Ich will so nicht leben, nicht nur mit mir selber reden. Will nicht alt und verwirrt im Rollstuhl verenden. Mit Scheiße beschmiert den Katheter in den Händen. Ich schaue mich ein.